Für wen hält dieser Idiot sich? Sind wir fertig? Ich habe nämlich noch nicht ganz, Herr Kaiser. Mir ist des Weiteren zu Ohren gekommen, dass Sie unseren Pensionären diese Fernsehprogrammpakete verkaufen. Ah, ja. History Channel, National Geographic, Jagd und Fischerei und so. Wissen Sie, ich kenne da jemanden, der war vor der Pensionierung Elektriker bei der Post. Dieses Fräulein gestern war wohl auch von der Post, hm? Ich habe Herr Tuppel beim Jagd- und Fischereiansehen erwischt. 5 Jäger und 3 peinliche Damen. Und das 20 Minuten lang. Ach so. Also, ich hatte dem Herrn Heinen aber ganz genau Bescheid gesagt. Sie nehmen den alten Leuten das Geld ab für diesen Ramsch. Herr Weisgerber vom ersten Stock verlässt seit einer Woche sein Zimmer nur noch zum Essen. Tut mir leid, Herr Kaiser. Das Maß ist voll. Sie müssen sich ein anderes Haus suchen. Viel Glück. Mach das doch mit ihm ab. Ich sehe mir die Akte an. Ich glaube, meine Kunden sind jetzt hier. Warte mal. Tut mir leid wegen dem Schild. Es war spät gestern Abend. Wir haben gefeiert. Du kannst dir nicht vorstellen, was für Idioten zur Besichtigung kommen. Könnten Sie da gleich für uns aufsperren? Ich muss ganz dringend. Schlimmer geht's nicht, sag ich dir. Die stieß auf Luxemburgisch. Du hättest auch zu Hause aufs Klo gehen können. Ich habe kein Zuhause mehr. Deshalb sind wir ja hier. Das wäre doch was. Ich hätte nichts dagegen. Und wie lange geht das schon so? Mama, du kannst dich doch nicht benehmen wie ein Teenager. Du weißt ja vor lauter Übermut nicht mehr, was du machst. Willst du, dass deine Enkelkinder überall erzählen, dass ihre Omi immer auf der Jagd ist? Oder dass sie im Altersheim mit irgendwelchen Männern da so... Was glaubst du, würde Papa dazu sagen? Der Papa ist schon seit 11 Jahren tot. Und als er noch lebte, da hatte er mehr als eine Geliebte. Also soll er den Mund halten. Und du auch! Und übrigens, wenn ich dir das Haus nicht überschrieben hätte, dann wäre ich jetzt nicht hier! Ist wirklich nicht der Moment. Tut mir leid. Hier, deine Zigaretten. Ach, ihr seid noch wach. Irgendjemand hat die Programme auf der Fernbedienung verstellt. Oh! Das gibt es doch nicht. Sie trampeln, noch nie was von Privatsphäre gehört. Der hier vermodert in keinem Altersheim. Ich halte das hier nicht mehr aus. Wir gründen ein eigenes Heim, also eine Art Wohngemeinschaft. Da, wo man selbst entscheidet. Ein autonom geführtes Heim. So eine Kommune. Wie früher bei den Hippies. Ein Haus haben wir. Steht leer. Könnten Sie da gleich für uns aufsperren? Ich muss ganz dringend. Kannst dir nicht vorstellen, was für Idioten zur Besichtigung kommen. Du hättest auch zu Hause aufs Klo gehen können. Ich habe kein Zuhause mehr. Deshalb sind wir ja hier. Sie brauchen natürlich Kapital. Vor allem Kapital. Wer hat denn schon so viel Geld? Tante Fini. Kann man deinem Kumpel da trauen? Lass mich nur nicht mit dem allein. Du kennst doch bestimmt Leute, die... dafür sorgen, dass sie kurz mal die Treppe runterfällt. Nein. Du musst
mir versprechen, dass du nicht aufgibst. Verdammt! Das ist für uns ein ganz neues Leben. Der Herr hier braucht Senioren-Pampers. Wir brauchen zwar etwas länger, aber wenn wir mal in Schwung sind, sind wir nicht mehr zu bremsen. Sind die behindert?